Servusle, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Arg mit Voucher und mit Malderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe tatsächlich Materialien geholt. Ich habe für heute ein bisschen was vorbereitet, in der Hoffnung, die Haare wachsen noch mehr raus. Mehr ist es nicht geworden. Es sieht ziemlich grimmig aus, gell? Also, Nennybau wird wahrscheinlich erst was werden, wenn wir die Shadowmains haben. Ich würde gerne morgen mit euch losziehen, Shadowmain. Ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir gleich eine Doppelrunde, holen oben im Rockwell-Biom einen und unten, dass wir unser Pärchen haben. Heute bereiten wir noch ein bisschen was vor und starten jetzt gleich mal den Paarungsvorgang von unseren Wölfen. Und ich zeige euch auch, wo das zukünftig alles passieren wird. Jetzt muss ich mal gucken, ich schnapp mir mal einen. Machen wir jetzt zusammen. Hier werden wir heute auf jeden Fall Deckel draufziehen. Ich will das mit dem Wasser erledigen und mit dem Lift. Achso, ja, apropos mit dem Lift. Ich komme ja noch gar nicht dahin, wo ich hin will. In dem Fall, passen wir auf, fangen wir damit an. So, also morgen, wie gesagt, Shadowmain-Zähmung, da bereite ich dann nochmal die Fische vor. Und wenn wir das Thema soweit haben, dass unser Pärchen hier ist, sollte normalerweise der Herr auch wieder Haare haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Helm wieder anziehen, sonst ist nämlich das alles nicht so, wie es war. Hier, ne, warte mal, ich starte mal mit euch kurz hoch. So sieht es aktuell aus. Wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, Gemisch aus Stein und Gewächshausglas. Dann haben wir komplett alle Beete mit Gewächshauseffekt. Wasser ziehen wir heute rein, dann können wir schon ein bisschen anpflanzen. Fiomia werden wir nochmal bemühen. Und dann wird es hier rausgehen oben zum Berg. Das ist jetzt nur mal ein Anfang, Professorium. Ja, hier wird dann praktisch die Babyaufzucht, also hier wird gepoppert. Dann werden die Babys hier rausgeschossen. Und sag ich mal, wenn sie jugendlich sind, kommen die später über einen Transferweg darüber auf die große Plattform. Das wird die Plattform für die Jugendlichen. Und entweder fetten Fahrstuhl irgendwann nach unten, dann in Wild Jurassic Park. Das weiß ich aber noch nicht genau. Ist auch ein Heidenarbeit, Haufen Material. Lass uns mal ganz kurz hier die erste Reihe ziehen. Und damit ich da jetzt keinen Fehler mache, muss ich nochmal kurz gucken. Die erste Reihe besteht aus komplett Glas, wenn ich es richtig weiß. Also holen wir mal die. Ich will die Wölfe jetzt starten zum Anfang der Folge. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir die heute noch sehen, die Babys. Und dann kommen sie in den Pott, bis die Nanny soweit ist und dann machen wir das ordentlich, ja? So, meine Lieben, nochmal ein Schlückle getrunken. Ich habe doch alles Mögliche vorbereitet. Wir müssen normalerweise heute Vollgas fahren. Die mache ich mal raus. Da brauche ich erstmal nur die Hälfte, glaube ich. Ich muss nämlich auch laufen können. Das wäre nämlich viel wichtiger. Wie viel Kilo habe ich noch? Was wiegen die? 64? Ja, super, Alter, das geht doch wunderbar. So, da müssen wir das alles mal ein bisschen testen auch gleich. Halt! Komm runter! Kommen Sie runter, mein Freund. Ach, es ist schön. Lager, Werkstatt, Gewächshausbereich. Freue mich schon, wenn da ganz viele Bulbdogs hier oben rumsausen. Au, oh, und die Dino-Leine muss ich auch noch probieren. Jetzt pass auf, dass ich keinen Fehler mache. Lass uns mal kurz da hochstarten. So, jetzt geht's los. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ist unheimlich wichtig. Das wird so gemacht. Da muss ich immer wieder rüber switchen, gell? Zack, 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 zack. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich habe es mir bisher nur theoretisch im Kopf ausgemalt. Oh, jetzt wird es gleich dunkel. Aber wir haben hier Beleuchtung. Wir haben hier Beleuchtung. Da machen die Wölfe halt ihren Nachwuchs in der Nacht. Warum denn auch nicht? Schön ist es hier in der nachmittaglichen Sonne oder so am frühen Abend hier zu bauen, an der Base rumzuschrauben in luftiger Höhe. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und es ist so ein ganz kleines bisschen klassisches Ark wieder für mich. Und das müssen wir schon. Jetzt haben wir letztens, Mann, ich weiß gar nicht, wann waren das aus eurer Sicht, wenn die Folge kommt. Letzte Woche hatten wir einen Stream. Was haben wir gestreamt? Days Gone. Und da haben ganz viele gesagt, es kommt jetzt doch nochmal eine Map auf Ark 1, bevor Ark 2 kommt. Lost Island, glaube ich, ne? Die schauen wir uns natürlich dann auch an. Ist eine Mod-Map. Und Fjordur, also da können wir mal gucken. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal eine Staffel. Vielleicht streamen wir es auch. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. So, meine Lieben. Die Reihe 2 habe ich komplett überlegt, aus Stein zu machen. Wir gehen nochmal runter. Ja, servus, Quick Taler, du alte Wutz. Ist heute mal eine Beleidigung, wenn ich den Wutz nenne. Er ist ja eine. So, Leute, ist das nicht schön, wenn dann alles. Jawohl, das Licht geht an. Können wir gleich gucken. Im Nanny-Bereich oben habe ich mal eine Leuchte, weil ich glaube, der Strom, das macht sich ja bei S+ bis hoch, ohne dass ich viel machen muss. Inlays müssen wir heute noch setzen fürs Wasser. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich habe das doch vorbereitet. Wo sind denn die Tree Angle Ceiling aus Stone? Aus Stone, verstehe ich, hier sind sie. Sind es nur so wenige? Da habe ich zu wenig gemacht. Außerdem fehlen mir noch die viereckigen Ceilings. Wo habe ich denn eigentlich hingeschmissen? Sieht jemand die Ceilings?
Oh, Leute. Irgendwas ist da schief gegangen. Habe ich aus Versehen das Backup eingespielt? Die habe ich gemacht. Ich weiß es, ganz viele. Ich sehe sie nur nirgends gerade. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich die rausgeschmissen habe. Aber ich gebe das mal ordentlich ein. Seiling. Hier sind keine Stein-Ceilings drin, oder? Okay, muss man da drüben nochmal gucken. Vielleicht habe ich aber da auch aufgehört, weil ich Materialien holen muss. Ceiling. Hier sind sie auch nicht drin. Haben wir nur noch eine Chance, dass ich sie hier reingelattert habe. Nee, dann muss ich die noch herstellen. Ach, so eine Scheiße. Ich dachte, das habe ich schon gemacht. Oder habe ich sie hier reingeballert? Nee. Hier? Nee. Menno. Da machen wir erst die Dreiecke dran. Bis dahin sind sie ja durchgelaufen. Wie viel brauche ich denn? Ich habe mir es doch aufgeschrieben. Stone. Angeblich nur 6. Angeblich nur 6. Ich meine, hört sich ja erstmal gut an. So, machen wir halt mal 6 Stück. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendetwas stimmt doch nicht. Ich kann da nur nicht sagen, was es ist. Gehen wir mal kurz hoch. Ey, das kann nicht sein. Ich brauche da viel mehr. Ich brauche da viel, viel mehr. Heio, da habe ich irgendwas. Da habe ich mich verrechnet. Da habe ich mich verrechnet, Leute. Da müssen wir noch mal kurz durch heute. Die drei sind schon mal gut, ja. Aber da brauche ich ja noch mal so viel und noch mal so viel. Hä, wie viel haben wir da jetzt? Ja, doch, hier scheint es zu stimmen. Nee, scheint es nicht. Ich brauche nochmal auf jeden Fall 2. Da hinten 3 sind 5. Und für die Mitte 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe das bestimmt irgendwo hingeschmissen. Und weiß nicht mehr, wo es war. Aber ist ja wurscht. Dann haue ich jetzt hier auch nochmal 11 Stück durch. Fertig. Fertig aus. Wir brauchen sie. Weißt du, wo sie sind? Ich weiß, wo sie sind. Ich habe sie oben angebracht am Nanny-Bereich. Ich hält. Ah ja. Ah ja. Jetzt weiß ich, wo sie sind. Ich mache mal 12 Stück. Bämchen. Hajo, jetzt weiß ich. Also es geht ja nichts verloren, ne? Man fragt sich nur manchmal einfach, wo man sein Zeug hat. So, 3 Stück. Oh, schön. Jetzt kriegen wir gleich unseren... Guck mal den Himmel, ne? Hier, da habe ich sie verbaut. Die Vierecke. Da sind sie. Ah ja, das Haus verliert nichts. So, Alterchen. Habe ich die wieder durcheinander gebracht. Bin ich gewohnt, bin ich gewohnt. Schrie es durch die Nacht. So, jetzt pass auf, das müssen wir dann auf jeden Fall so. Dann kommt der Dreier hier dagegen. Hä? Warte mal, da haben wir schon wieder Scheiße gebaut. Das ist ja schon wieder nicht richtig, was du muckst. Der geht ja doch nicht hin. Nee, falscher. Jo, Baby. Hier muss er hin. Jawohl, richtig. Und der muss hier hin. Soweit dazu. Dann fehlen jetzt die Dreiecke. Und dann haben wir hier nochmal einen Kranz. Und dieser Kranz, Guido, kann's. Da brauche ich nochmal die Glasdinge. Quicktaler, Digga. Lass mich, das ist ja erbärmlich. Oh, einen Sattel wollte ich dem noch bauen. Guck mal, wir hatten nämlich im Lootjob diesen Dings hier. Komm, den bauen wir ihm geschwind. Ist ja erbärmlich mit ihm. Das ist ja erbärmlich. Der Gurkes, der gute alte Gurkes. Zack, einmal bitte. Für meinen. Herstellen. Einmal. So, Gurktaler kriegt einen geilen Sattel mit 80 Rüstung. Wird unser Leittier in dieser Staffel. Jetzt pass auf, ich bräuchte die da. Ich bräuchte die da. Dann benötigen wir Ihmchen. Kann ja laufen. Jo, ich habe ja über 600. Ich habe diesmal richtig fett auf Gewicht geskillt. Gott sei Dank. Ne, die sind ja genau aufgegangen. Die brauche ich gar nicht. Alles gut. Sagte Knut. Und er meinte es so. Ey, sind das etwa die weißen Drops oder ist das schon wieder dieses komische Blau? Da fliegen wir mal nachher noch ein paar ab, würde ich sagen. Dreier, Dreier, Dreier. Dreier, Dreier. Ja, Baby. So hast du das richtig gemacht. So, wir klemmen dagegen. Auf der 5 liegend die Geschichte hier. Ja. Ja. Übrigens an der Stelle mal den Hinweis, einige haben geschrieben, Glaselemente sehen doch viel besser aus. Und dann kamen auch Rückmeldungen, warum ich das jetzt noch nicht umgesetzt habe. Ich würde es nicht alles lesen, ich lese das alles. Ich ändere nur nicht meine Spielweise, auf die ich Bock habe, weil es jemand irgendwie anders gefällt. Geschmäcker und Ohrfeigen sind immer verschieden. Gell, also da ist sich wundern, passiert, dass ich manche Sachen anders sehe hier. Jeder soll so spielen, wie er möchte, finde ich. Andere Frage, wieso habe ich denn jetzt nochmal... Richtig, ich wollte hier in der Mitte Stein nochmal verbauen, damit wir
uns hier ein kleines Küchenelement draufzwirbeln. Alter, jetzt kommen die Farben schon. Okay, wir haben hier eine komplette Überdachung. Hier wird dann noch ein Zaun hingemacht. Da haben wir dann einen Laufweg. Hier geht es rüber zum Babybereich, vom Babybereich zum Juniorbereich und dann runter in den Park. So, und hier auf diesen Steinplatten und in der Mitte, da werden wir uns die Küche dann herrichten. Wir haben ja den Industriekocher, den Grill, solche Sachen. Das werden wir uns hier ein bisschen aufbauen, die ein oder andere Pflanze vielleicht noch dazu. So stelle ich mir das vor. Und du kannst natürlich bis durchgucken, Gewächshauseffekt ist gewährleistet. So sieht es aktuell aus, Türmchen. Und dann, wenn das dann da hinten mit dem Anbau ist und so, das wird schon richtig gut. Ja, dann haben wir das. Dann können wir uns jetzt normalerweise um die Wölfe kümmern. Die, achso, ne, erstmal den Fahrstuhlbereich kurz fertig machen. Dann kann ich mit denen nämlich bis auf den Babybereich hoch. Das probieren wir mal eben. Also, pass auf. Ich hole mal den Fahrstuhl hier runter. Ich habe vorbereitet Fahrstuhlelemente 4 Stück. Die lasse ich jetzt mal hier. Boah, es ist schön ausgeleuchtet. Lamm, Lamm. Lamm. Übrigens an der Stelle nochmal, heute ist glaube ich die Dienstagsfolge. Das heißt, wenn die Folge kommt, dürfte das Voting durch sein. Ich war echt begeistert, wie viele Namen es waren. Ich bin zwar fast verrückt geworden, weil es echt sau viele waren, aber das macht ziemlich Spaß. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle, dass ihr da so toll mitgemacht habt. Das war richtig gut. Namenstag vom Tüllerbaby kommt natürlich diese Woche, sobald wir die Nanny aufgestellt haben und er zum Prägen rauskommt aus dem Ball, ne? So, die muss weg. Perfekt. Und dann habe ich, glaube ich, noch eins mehr gemacht. Das war... Das bräuchte ich, glaube ich, gar nicht, gell? Pass mal auf, ich glaube, den hier brauche ich nicht. Fahr mal bis hoch. Wo stoppt denn der dann ab? Genau da, wo er soll. Weißt du, was ich meine? So, und jetzt machen wir uns Wolfsbaby. Wahrscheinlich kommen die dann erst morgen zur Welt. Oder ich besorge gleich nochmal ein bisschen Materialien. Das können wir auch machen. Dass ich nochmal ein paar Mats besorge. Und entsprechend, jetzt gucken wir mal, welchen Timer die überhaupt haben, ja? Kriege ich euch beide hier? Das kenne ich, das muss ich so machen. Stingerle, du musst mir nachher ein bisschen Dünger machen. Weil heute ist auf jeden Fall noch die Wasserverlegung dran. Bin mal gespannt. Ich habe übrigens auch schon eine tolle Idee, was wir hier in die Mitte reinmachen. Ich weiß nur nicht, ob wir die Mats schon haben. Da möchte ich eine Figur aufstellen. Ah, ich glaube, das wird nichts, hä? Komm, wir gucken mal. Glitscht da durch oder geht's? Okay, der eine ist runtergeknallt. Ist halt eine kleine Plattform. So, gleich mal hier rüber. Platz einweihen. Ich hole dir dein Männle, kurzer Moment. Hier habe ich mal ein Dino-Tor reingeballert. Ach ja, und übrigens interessiert euch doch bestimmt auch, wie habe ich es denn jetzt hier unten gelöst, so wie wir es gesagt haben. Das ein oder andere muss ich noch anpassen. Da sind die Snap-Points ein bisschen durcheinander. Aber ich werde hier unten Halbmauer mit einem Steinzaun. Oben nur Steinzaun. Das wirkt so ein bisschen nach Belüftung. Da hängt der Wolf. So sieht es aktuell aus. Weißt du, stabil, wie eine Werkstatt halt sein muss. So, Digga, jetzt hole ich dich ab, haben wir gesagt, gell? Pass mal auf. Ich hoffe, das presst dich nicht zusammen jetzt. Aber das Risiko gehe ich erstmal ein. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. So, jetzt können wir hochfahren, wir zwei. Dup, du, wie du, ab, du. Ne, bis hoch. Alles gut. Zwischenetage, ne? Alles wird schon ziemlich gut. Okay, das ist der Vorführeffekt, da müssen wir durch. Ich muss einfach nur ordentlich draufstehen, dann geht es schon. So Leute, einen Versuch noch, wenn nicht mein Schnitt. So, gerade können wir ja nicht draufstehen. Perfekt. Jetzt wird gepöppert. Schalalalala. Jetzt wird gepöppert. Wir müssen einstellen Paarung. Wir müssen einstellen Paarung. Jetzt schauen wir erstmal, wie lange der Geschlechtsakt wohl geht. Der spielt ja keine Rolle. Der Geschlechtsakt, also der spielt schon eine Rolle. Das ist ja der Spaßfaktor von dem Ganzen. hier ein Kadämchen. Wir müssen, während die da oben ihr Geschäft machen, kurz hier rein.
Siehst du, eine komplette Nachtfolge, ohne dass wir Probleme haben, was zu sehen. Wo habe ich denn die ganzen Inlays hingeschmissen? Hier. Wir brauchen auf jeden Fall, Wasser haben wir bis hierher gelegt. Die Säule ist leider nicht verbunden, sonst hätte ich es da dran klemmen können. Dann machen wir zweimal Wall. Und die Ceilings brauche ich. Also was, ich nehme sie mal alle rüber. Ich kann doch da noch laufen, oder? So, dann machen wir das nämlich jetzt so. Boom. Wir machen Triangle, Square Foundation, Wall, Pillar unten drauf. So. Also, hier haben wir Wasser. Hier haben wir Wasser. Da haben wir Wasser. Dann wäre der Nächste, der was braucht, er hier. Zack. Scheiße. Der Baba hat Stromschiene gemacht. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Die hier brauche ich doch, Mensch. Pillar Structures, Internal Piping. Die brauchen wir doch. Machen wir mal 5 Triangel geschwind. Ach, ich habe das Falsche hergestellt. Gut, ist nicht so schlimm. Sind halt ein paar Perlen weg, die kann ich ja nachfarmen. So, was auf. Bleiben wir gerade mal hier dran. In der Zeit können die oben schön pöppern. Dup, dubi, dubab, du. Pa, i. Pi, wie Pibi. Dann brauchen wir. Wie habe ich gemacht, gell, die da? So. Fangen wir schon mal an. Die haben wir. Dann brauchen wir die Square Foundations hier. Bam, jetzt haben wir das Wasser bis hier. Und dann brauchen wir als Nächstes die Wall-Elemente. PI wie Pibi, haben wir gesagt. Hier mache ich gleich mal 10, weil ich... Ne, ich mache gleich mal 15, weil ich muss ganz hoch hinaus. Und schnapp mir aber dann die ersten. Die kommen schon mal hier direkt raus. So. Jetzt haben wir das Wasser bis hier. Dann müssen wir da oben Square abnehmen. Dauert jetzt kurz, bis der Bub soweit ist. Wir gehen auch gleich nach unseren Mädels oben gucken und Jungs. So, Leute. Wenn ich jetzt hier eine Square hinlege, haben wir Wasser, ne? Und das wollte ich jetzt nochmal kurz testen, indem ich eine Triangle hier mal anheft. Ja, ich muss dann so machen. Nicht gedüngt. Wasser hat er bereits 600. Wieso hat denn der jetzt schon 600 Wasser? Wieso sind die schon bewässert, Leute? Ah, nicht bewässert steht da. Wollte gerade sagen. Aber wieso zeigt 600 von 600 an, frage ich mich gerade. So, normalerweise hat der jetzt Wasser. Jetzt kann es natürlich sein, bewässert. Bewässert. Bewässert? Nicht bewässert. Kann das sein, dass das Zeug so eine Reichweite hat? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich einfach nur keine Ahnung. Warte mal geschwind. Nicht bewässert. So kenne ich das. Nicht bewässert. Ja, ich muss halt drauf achten, ne? Den würde ich gerne nochmal welche bauen. Pass auf. Pi mal Daumen. Ja, man hat also 15 Stück, du brauchst bestimmt noch mehr. So, wenn ich den reinhaue jetzt, wird es wahrscheinlich, weil es anliegt, schon bewässert sein, könnte ich mir vorstellen. Der hat nicht. Wieso will ich die jetzt nicht? Verstehe ich nicht. Egal, wir machen erstmal, was wir können. Nicht bewässert. Ich brauche nochmal Square. Das sind die hier. Machen wir auch mal 11 Stück noch gleich. Die brechen wir mal ab. Machen wir hier 11 Stück. So, Leute. Da müssten wir jetzt normalerweise eine Bewässerung rankriegen. Ja? Wir gehen nochmal kurz durch. Der ist nicht bewässert. Der ist bewässert. Der ist auch nicht bewässert. Jetzt müsste da normalerweise sich was getan haben. Super. Nicht bewässert. Dann müsste ich hier nochmal ein Triangel dran bringen. Dann hat er. Jetzt hat er normalerweise Verbindung.
Dauert vielleicht kurz, ne? Hier macht was mit mir. Nicht bewässert. Ich gucke mal durch. Bewässert, bewässert, bewässert. Nicht. Jetzt gehen wir nochmal hin. Ich baue den mal kurz ab. Genau, so habe ich mir es vorgestellt. Nicht. Jetzt habe ich gammliches Fleisch gegessen. Aus Freude an... Den müssen wir kurz wegmachen. Und dann setze ich ihn nochmal. Was kann sein, du musst die manchmal neu setzen, dass die Wasser ziehen. Weißt du, warum die bewässert waren? Weil es geregnet hat. Was ich nicht verstehe, ist, jetzt haben sie eigentlich Wasser. Davon mal abgesehen, das kann sein, dass die jetzt alle bewässert sind, weil es geregnet hat, ja. Hier kommt ja normalerweise nochmal die Geschichte hin. Das möchte ich einfach, weil es optisch schöner ist. Ich zeige es euch kurz und dann gehen wir zu unseren Wölfen. Ne, wir gehen gleich. Ich will doch heute auch noch was sehen. Dann kann ich es etwa abschätzen, ob wir es heute noch mit den Babys machen oder beim nächsten Mal. Das Mamale braucht jetzt 23 Minuten. Weißt du was? Wir machen jetzt kurz die Bewässerungsgeschichte. Ich zeige euch kurz, wie ich es aufbauen will. Dann mache ich es fertig und dann haben wir heute noch Wolfsbabys drin. Ja, dieses nicht bewässert wollte ich lösen, indem ich sage, okay. Ich nehme mir eine Gerade. Ja, ich zeige es euch kurz einmal. Die da einmal. Ich nehme mir einen Steinwasserhahn. Die gefallen mir halt ziemlich gut. Das Metallzeug ist jetzt nicht so meins irgendwie im Moment. So, dann war ich jetzt am Überlegen, zum Beispiel das hier einfach mal in die Mitte zu ballern. Jetzt seht ihr auch, das ist schon blau durch die interne Bewässerung. So, dass es auch einen Sinn ergibt, warum die bewässert sind. Einfach, weil es schöner aussieht, ne? So, jetzt müsste sich das normalerweise auffüllen. 600 bewässert, 600 bewässert. Und das mache ich jetzt überall, inklusive im oberen Stockwerk. Und dann hole ich euch rein, kurz bevor der Prägetimer von unseren Wölfen durch ist. Hier habe ich nochmal einen Versatz drin. Ich muss kurz gucken, welcher da welcher ist. Okay. Ich glaube, der da, nach dem sollte ich mich richten. Genau, nach dem wollte ich mich nicht richten. So machen wir das. Dann sehen wir heute noch unsere Wolfsbabys. Die kommen dann in den Pott rein. Zumindestens bis wir die Nanny haben. Ne? Da müssen wir halt warten, bis der Herr Alter. Wir gucken nachher mal, wie es mit seinen Haaren ist. So, jetzt sind sie jedenfalls gerade. Ja, so machen wir das. Dann mache ich jetzt gleich noch ein bisschen Dünger. Lass schon mal alles Mögliche durchlaufen. Bemühe unser Fiumia. Dann hole ich euch gleich nochmal dazu, würde ich sagen. Dann schauen wir uns das an, wie das aussieht, wenn es überall bewässert ist. Und den Timer von den Wölfen nehmen wir noch mit heute. Bis gleich. Ein Haufen Arbeit ist getan. So sieht's aus, meine Lieben. Wir gucken es uns kurz durch. Ich verstehe nur nicht, warum es reinregnet. Das ist ja eigentlich alles zu oben, ne? Ah, nee, das war nur für einen kurzen Moment. Offensichtlich. Oder hat es schon wieder auf? Ja, hier regnet es noch. Wenn du reingehst, ist es aber nur für einen kurzen Moment, dann hört es auf. Alles klar. Also, wir haben jetzt hier überall so kleine Wasserhähne dran. Hier habe ich es mal so gemacht, dass zwei die bewässern. Dieser Wasserhahn bewässert zwei. Hintenrum sieht so aus. Komm, wir fahren mal hoch. Zeige ich euch auf der Zwischenebene kurz. Wolfsbaby ist in 4 Minuten soweit. Ich bin gespannt. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen Zwillinge oder sowas. So, wir fahren mal kurz auf die Zwischenebene. Da fehlt jetzt natürlich noch die Umrandung und so. Hier wird es dann so aussehen, ne? Erstmal. Ich muss mal gucken, ob ich es so lasse. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Und hier oben kommen 3 besondere Pflanzen rein, die wir kaufen. Und zwar hier bei der guten... We going exploring? Nee, aber wir machen was viel Geileres. Wir holen kurz Dünger. Dankeschön. Ich danke dir, mein Freund. Wir danken dir für ein bisschen Kaka. Hier einen Dünger habe ich nämlich schon. So richtig geil sieht es jetzt aus. Gefällt mir richtig gut, Leute. Warte, wir machen es ja da drüben als erstes rein. Und zwar möchte ich hier einmal von dir... Hallo? Im Shop einen... Hast du Hexagons, die du ausgeben möchtest? Fangen wir mit der an. Fangen wir mit der an. Lass uns das nochmal machen. Gleich. Gleich, gleich. Wo habe ich das Düngerle? Der Dünger ist hier. Und der neue Samenamen ist hier. Und dann kann da schon mal die erste rauswachsen. Jetzt brauchen wir noch Zaunelemente. Da will ich mal ganz kurz im Dings unten schauen. Ob ich da noch welche übrig habe. Sehr, sehr geil. Oben in der Küche müssen wir dann noch Wasser legen. Aber das kommt dann alles mit der Zeit. Weil mein Helm wieder rüber. Die Sache, die Sache. Und das kann jetzt alles erstmal rüber.
Jetzt muss ich gucken, habe ich noch Zaun? 13 Stück. Ein bisschen was kriegen wir noch geschafft, bevor die Babys soweit sind. Aber wir gucken nach dem Timer. Wir gucken nach dem Timer. So, mal ganz kurz nach dem Alterle sein Frisürchen schauen, bitte. Ah, guck mal. Kann sein, dass ich den vielleicht nach unserer Shadowmane-Zähmung schon mal rasiere, bevor es rauswächst, wie wir es eingestellt haben. Weil, ne, 2 Minuten. Damit wir das endlich erledigt haben mit der Nanny. Dann können nämlich die Jungtiere oben rum tollen, weißt du? Juhu. Da, das sieht doch stark aus. Dann machen wir erstmal die eine Ecke zu, würde ich sagen. Zack. Jo, das lasse ich dann bis hier rumlaufen. Da brauche ich keinen Übergang. Schabuckelinkerzüppel. Wir haben es hier einfach schön. La, na, 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 na. So, und da gibt es ja noch die 3 anderen Samen, die besonderen. Die kaufen wir dann nach und nach raus. Für hier oben. Und unten machen wir dann ganz normal Standard Zitronen. Zitronen, Mais, Kartoffeln, Karotten. Karotten brauchen wir auf jeden Fall für die Pferde. Ich will eine Pferdezucht. R-Ecos, gell? Und Narkobären würde ich unten auch noch reinsetzen vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre doch ein befriedigendes Gefühl, wenn wir kurz die noch fertig machen, oder? 6 Zäune. Die kann ich auch hier kurz durchjagen. Dann können wir nämlich in der Zeit nochmal nach dem Babe gucken. Schön, haben wir heute viel geschafft, Leute. So, das läuft durch. Das Stinkerle nicht. Wir gehen kurz nach den Wölfen gucken. Oh, Alter, dich habe ich ja... Komm mal rüber. Das habe ich nicht gesehen. Leute, das habe ich gar nicht gesehen, dass wir ein Tüller-Baby haben, neues. Das gucken wir uns auch gleich an. Geprägt habe ich es. Ich muss kurz gucken, ob ich da ein bisschen Fleisch reinmache oder irgendwas. Au, dich habe ich gar nicht im Auge gehabt, die Galle. Oh, ist Fleisch. Oh, ich komme gleich zu dir. Jetzt wird es stressig, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir mal was haben. Ich muss halt gucken, dass die Wölfe hier nicht runterknallen, ne? Boah, gerade so. Also... Oh, haben wir ein Tüller-Baby, Leute. Habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Erstmal Häufle, genau, und dann das Baby, gell? Dass ich mehr Platz habe. Ne, dass dann vielleicht doch Zwillinge kommen und dann haben wir Salat. Wo ist es? Hä? Hat er das jetzt da durchgepresst, Leute? Nee, das hängt noch im Bobo. Das hängt noch im Ärschle drin. Hallo? Oh, Lego Mio, ist das süß. Oh, wow, 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 wow. Ich hole dir kurz ein bisschen Fleisch. Ich muss immer irgendwas reinlegen, dass ich das Menü bedienen kann. Rohes Fleisch, wie viel auch immer geht. Oh, Leute, 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 ist das süß. Guck mal, die Streifen am Kopf. Von wem hast du die Streifen? Der Vater hat die Dinger? Vom Vater? Alter, bist du hübsches. 2,4 Leben. Nahkampfschaden, okay. Level 201. Komm mal ein bisschen weiter rüber. Jetzt muss ich überlegen. Tüllerbaby, ich dachte schon, der hat es durchgepresst, weißt du, durch die Ticks. Ich muss die natürlich jetzt gleich einsammeln. Dass mir die... Das Tüller-Baby hat sich irgendwie durchgeschlagen. Ach Gott, ist der süß, oder? Hallo? Ja? Ah ja? Kuscheln. Alter, ist der putzig. Ja? Ach jo. Oh, das haben wir gut gemacht, Leute. Jetzt pass mal auf. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das anstelle. Machen wir kurz die Zaunelemente dran, dann holen wir das Tüller-Baby hier zum Schwein mal dazu kurz. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, ich habe es nicht ausgeschalten halt, ne? Aber nicht absichtlich irgendwie. Ich habe einfach nicht mehr drüber nachgedacht, dass das einfach so weitergehen könnte. Ja, ist okay, ich mag es trotzdem. Ich freue mich, dass wir das jetzt haben. Zack, zack. Ja, Abschluss. Macht die Pflanze da drüben, ist die vielleicht sogar schon da? Ja, guck mal, die guckt schon raus. Sehr gut, jetzt fehlt uns halt ein Haufen Dünger, dann können wir hier bepflanzen. So, jetzt lass mich mal kurz runter. Hab da gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Aber, Süße, ich muss dich mal abstoppen.
Er ist halt vom Reifeprozess schon ziemlich weit, ne? Komm mal rüber. Hängst du fest? Okay, pass auf, kein Problem. Ich muss eh kurz gucken. Machen wir mal zack, zack. Oh, das wollte ich übrigens auch noch machen. Man kann ja diesen Gyros-Spießständer aufbauen. Und ich glaube, auch wenn kein Strom drauf ist, stoppt der automatisch den Cooldown von den Bällen. Wollen wir mal kurz gucken? Ich bringe das Baby natürlich hoch und vielleicht eins von den Erwachsenen. Wo habe ich denn den? Wie hieß denn der nochmal? Der Cryopottinger. War das ein Extinction-Teil, gell? Komm, wir gucken. Cryo. Baby Cryo. Holla, die Waldfee Cryo. Jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher. Es war irgendwo hier dabei. Vielleicht kann ich es ja... Nee. Wie hießen die Kapseln nochmal richtig? Ich sage immer Gyrospieß, gell? Die hießen Kryo. Also. Ne, alle will ich mal. Kryo. Die da. Die Kryokammer. Ich weiß nur nicht, ob man die hier bauen können. Nee. Die baut man wo? Wahrscheinlich wieder in dem einen Teilchen, ne? Scheiße. Can be crafted Tech Replicator Versorgungskiste Tributterminal. Andere Frage. Ich sehe schon, das wird wieder eine längere Folge, wie ich es geplant habe. Aber es sind so auch Sachen, die müssen wir ja machen, ne? Kann ich das bei dir hier bauen, Digga? Schalte ich mal kurz an. Nee. Da muss ich runter an das Terminal, gell? Ja, aber ist ja kein Problem. Dann machen wir das als nächstes. Machen wir das morgen fertig. Ich hole die jetzt in den Ball. Das bauen wir dann morgen nach der Zähmung. Der ist ja mal drollig. So, aber du musst jetzt in den Ball, sonst kann ich dich nicht ordentlich prägen. Und das würde ich schon gern machen. Zwei Babys im Kühlschrank. Es hört sich falsch an, wenn das nach. Wenn diese Folgen gefiltert werden, verstehst du? Was? Babys im Kühlschrank? Gleich mal gucken. So Leute, da waren wir heute fleißig, haben wir viel geschafft. Morgen holen wir uns ein neues Tier. Bei euch alles gut? Ich bringe euch dann auch zur Zuchtstation hoch, dann, ne, wenn wir soweit sind. Braucht ihr euch hier nicht reinpressen. Sehr schöne Folge. Viel erreicht, viel gemacht. Kurz die Babys in Kühli. So, Bämchen. Delfin könnte man eigentlich dann auch mal rausholen langsam. Also, meine Lieben, Wolfsbaby ist da, ein Türbaby unerwarteterweise. Die Gewächshausbewässerung steht, Dach ist drauf. Wir können uns also bald um die Küche kümmern. Wir können den Nanny-Bereich aufbauen. Der Alterle hat ja jetzt bald seine Haare, soweit wie er es braucht. Ich fahre nochmal zur Zwischenstation, um es mir anzugucken. Das Tageswerk. Ja. Das wird, die wachsen ja dann darüber hinaus. Überall ist schön, ja. Fällt mir. Zweites Fiomia irgendwann. Und dir, dein Sattel, habe ich den gebaut. Den hole ich jetzt auch noch raus. Dann ist es erledigt für heute. Wo haben wir den gebaut, wenn ich ihn gebaut habe? Hier wahrscheinlich, gell? Hier ist er. Geiler Sattel, hey. 80 Rüstung, das ist schon überhaupt, glaube ich. Ruhigtaler, mein Freund. Schauen Sie sich das an. Dankeschön, hat er gesagt. Das ist ein geiler. Oh, vielleicht lasse ich den hier. Das ist vielleicht dein Stammplatz hier in der Mitte. So, meine Lieben, das war's für heute. Morgen geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Gleiche Uhrzeit. Diese Woche steht noch auf dem Plan Shadowman 10. Es steht auf dem Plan, die Nanny zu bauen. Brutbereich oben. Es steht noch auf dem Plan, wenn alles klappt, Shadowman Baby. Und natürlich Namenstag von unserem Tür. Kommt alles auch diese Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann.